Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Helpdesk Fragen und Antworten mit dem Stereo Trader Entwickler Dirk Helger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXLED und freue mich, dass wir dieses Webinar wieder zusammen veranstalten können. Ist ja leider jetzt ein paar Mal ausgefallen. Umso mehr freue ich mich, dass wieder so viele zahlreich heute live dabei sind. So, aber das hat sich nichts geändert. Den Risikohinweis müssen wir trotzdem kurz besprechen. Dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das wird auch zukünftig so bleiben. So, dann lieber Dirk, übergebe ich gerne den Bildschirm. Sie haben natürlich die Möglichkeit, im Chat die Fragen zu stellen. Das Webinar ist ja für Sie gedacht. Und ich glaube, ja, wenn es Dirk nicht beantworten kann, dann wohl keiner. Deswegen nutzen Sie Ihre Gelegenheit und viel Spaß. Jetzt habe ich keine Ahnung, welcher Bildschirm hier der richtige ist. Das sagt mir nämlich nicht wirklich so. Ich muss jetzt einfach probieren. Vielleicht sieht es jetzt gleich kurz nicht so aus. Mach die Bilder vorher alle zu. Ja, Moment. Drei. Nee, das war der falsche. Eine Berglandschaft. Oh. Jetzt der sieht doch gut aus, ne? Das sieht doch aus, als wäre zumindest irgendwas hier richtig. So, sind ja auch ganz viele da, wie ich sehe. Zumindest mal hier. So, also der Nelson hat ja schon irgendwie angedroht, beziehungsweise ich. Wir machen heute ein bisschen was anderes. Nämlich, ich versuche mich hier mal so ein bisschen hier noch weniger zu zeigen. Wie man sieht, gibt es auch keinen Chart. Nein, ganz anders. Wir machen das heute mal mit Kamera, Nelson. Ich habe es ja schon mal angedroht, dass das der Plan ist für die Zukunft, das halt das Ganze mal ein bisschen lebendiger zu machen hier. Und dass man eben nicht immer nur die ganze Zeit halt Chart sieht. Und heute ist so ein bisschen der Versuchsballon. Und das heißt, also ich habe hier ein bisschen neue Technik am Start. Die letzten sind ja auch ausgefallen, unter anderem halt wegen der Technik. Also wenn mein Internet ja auch so ein bisschen versagt hat hier letzte Woche, dann bin ich noch irgendwie letzte Woche ausgefallen. Deswegen heute so ein bisschen technische Premiere sozusagen hier im Helpdesk. Das muss jetzt mal herhalten, das Helpdesk-Webinar. Ich hoffe, auch wenn ich die einzige Person bin, die man hier sieht, der Nelson traut sich ja nicht mit Kamera, aber vielleicht ist es ja doch ein bisschen netter, wenn man eben, wie gesagt, nicht immer nur Charts halt die ganze Zeit sieht, sondern auch mal ein bisschen was anderes. Das heißt, heute hier zum FXFlat Helpdesk Live-Webinar. Der Nelson staunt wahrscheinlich gerade, was da los ist. Das heißt, wie immer halt, das Programm ist halt das Gleiche. Das heißt, ihr könnt die Fragen stellen und wir versuchen halt hier live, so gut es geht, dann entsprechend drauf einzugehen. Das heißt also einfach alles in den Chat einstellen, nicht in den Chat einstellen, sondern halt hier in den Chat einstellen und wir greifen das Ganze dann halt entsprechend auf. So, ich schätze mal, das war dann die Stelle, wo der Ton dann erstmal gefehlt hat. Das müssen wir beim nächsten Mal irgendwie noch besser machen. Aber ich hoffe mal, dass der Rest dann halt soweit funktioniert. Nelson, bist du noch da oder bist du in Ohnmacht gefallen? Ich bin überrascht, ja. Ja, ist doch ein bisschen schicker halt mal, ne? Kann man doch ruhig mal machen. Auf jeden Fall. Jetzt sehen wir dein Live-Bild rechts, ist aber leider ein Standbild. Ich weiß nicht, ob es bei mir ist, aber oder ob es tatsächlich live senden soll. Nö, wenn sich die Maus bewegt, dann sollte es live sein. Bewegt sich die Maus oder? Ja, die Maus bewegt sich. Nur, nee, ich dachte, du willst die Webcam auch weiter live senden. Naja, eigentlich sollte das auch so sein. Wenn die gerade irgendwie ausgestiegen ist, dann liegt es, glaube ich, an GoToWebinar, weil ich da vorhin mal kurz die Webcam aktiviert habe. Aber die kann ich auch mal kurz irgendwie zurücksetzen. Vielleicht geht es ja dann auch. So, oder ist nochmal da? Ja, nee, bewegt sich irgendwie nichts mehr. Gut, das lag dann wohl an GoToWebinar. Da müssen wir darauf verzichten, ist aber dann auch nicht so schlimm. Alles gut. So, also, ich habe hier, ich greife mal die Fragen auf, die bis jetzt halt per E-Mail reingekommen sind.
Und zwar schreibt da jemand, da ich berufstätig bin, möchte ich Pending Orders mit dem Stereotrader aktivieren. Mit kombinierten SL und TP Ordner. Also die Frage ist dann halt, ist es möglich, dass Pending Orders, wenn sie mit dem Stereotrader gesetzt werden, auch sofort im MT4 zusehend sind? Denn ich habe kein VPS und die Plattform ist manchmal aus oder hat kein Internet. Dann verliere ich die Orders nicht. Geht das oder was muss ich machen? Klar. Also grundsätzlich, ne, ich habe ja hier, ist der Bildschirm scharf genug oder soll ich da ein bisschen größer machen? Weil ich habe hier auch eine andere Auflösung als sonst. Ich mache es mal einen Tacken größer, aber ich habe vorher schon mal die Schärfe und so kontrolliert. Sollte eigentlich halbwegs funktionieren. Also das heißt generell, wenn ich eine neue Pending Order aufgebe, kommt es ja hier auf die Einstellungen an, die ich hier bei New Order habe. So, das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Order setze, als Beispiel hier im DAO, und dann erscheint die ja da unten nicht. Ja, so, das ist aber jetzt kein Fehler oder halt auch irgendwie eine Sache, die unbedingt so sein muss. Das kann man natürlich auch ändern, und zwar indem man halt einfach hingeht und schaltet hier dieses MIT aus. MIT heißt an der Stelle Market If Touch, das heißt, der Stereotrader kümmert sich da halt um die Orders. Und mit anderen Worten, so wenn das gesetzt ist, bleibt es im Stereotrader, wenn das aktiviert ist. Wenn ich es aber ausschalte, dann habe ich die Orders natürlich, sieht man ja, sobald ich dann hier irgendwas reingebe, liegen die natürlich dann da unten drin. Das heißt, wenn man dann eben kein VPS hat oder so, und dann ist es halt entsprechend nur dann damit machbar. Klar, ich meine, der Stereotrader muss halt laufen, um die Attribute halt entsprechend auszuführen, zu setzen, zu verwalten, die man ja halt dann zusätzlich mitgeben kann. So, ich denke mal, das ist die einfachste Geschichte, also beziehungsweise das ist relativ einfach beantwortet. So, und dann war die nächste Frage vom gleichen Fragesteller. Darf ich kurz einhaken? Ja, bitte. Nur korrigiere mich, wenn das falsch ist. Wenn aber MIT aus ist, funktioniert da die Limit Pullback Order dann? Nee. Ja, natürlich. Das, ja, genau, weil das so wollte ich nur erwähnen. Also kann ich auch, glaube ich, gar nicht hier irgendwie den Wert ändern. Ne? Limit Pullback ist dann gesperrt. Da geht dann halt logischerweise halt nichts. Ne? Ja. So, sobald das halt aktiviert ist, kann ich natürlich auch hier den Wert für Limit Pullback einstellen. So, manche andere Attribute funktionieren, aber wie gesagt, logischerweise auch nur, solange der Stereotrader halt läuft. So, der Simon übrigens ist das. Ich weiß nicht, ob er da ist. Ich habe ihm aber gesagt, er soll bitte doch gerne heute hier vorbeikommen. Wenn nicht, dann die Sache hier geht ja ohnehin online. Und das heißt, man kann es ja dann irgendwie auch nachher nochmal irgendwo nachvollziehen. So, und die zweite Frage war von ihm, wenn ich einen SL und mehrere Targets möchte, wie kann ich das am besten eingeben, so dass alle Orders OCO sind? Also er meint halt dann wohl, dass sobald halt irgendwas getriggert wird, sei es der Stop-Loss oder halt was auch immer, dass sich dann halt der Rest löscht beziehungsweise gegenseitig aufhebt. Mal angenommen, ich bin jetzt hier im DAO Long. Ja, so, ich habe hier, was weiß ich, einen Stop-Loss und einen Take-Profit irgendwo. Ja, ist jetzt kein Trade, sondern ist halt einfach jetzt nur rein fiktiv, um das halt zu erklären. Mal angenommen, man sagt halt, Moment, mehrere Targets, genau. Ich habe zum Beispiel, kann ich ja sagen, ich habe hier oben irgendwie da auf der Hälfte der Strecke, will ich halt einen Teil loswerden. Jetzt muss ich bei MIT, glaube ich, nee, muss ich nicht unbedingt ausmachen hier. So, das heißt, hier will ich die Hälfte loswerden, dann halt habe ich noch einen Break-Even-Save nach 50 Punkten, möchte ich, dass der Break-Even, als dass der Stop-Loss über Break-Even gezogen wird. Vielleicht habe ich sogar noch einen Trailing-Stop drin. So, und da ist natürlich halt immer so das Ding, was passiert, wenn jetzt überhaupt der Kurs gar nicht erst dahin kommt, ja, sondern wir halt hier direkt runterfallen in Stop-Loss, dann habe ich da oben eine Order. Plötzlich läuft dann doch da hoch und dann bin ich short. Das wollte ich ja gar nicht. So, grundsätzlich hilft an der Stelle immer die Auto-Exit-Fraktion, das mal als allererstes. Das heißt, hier gebe ich Delete Orders ein. Das bedeutet, sobald ich im Stop-Loss entsprechend hier unten bin, werden alle Orders gelöscht. Das hat es zur Folge. Ja, beziehungsweise generell
sobald ich flat bin, ja, auch take profit. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, könnt ihr auch sagen, na, ich gebe hier unten die Hälfte raus, was übrigens aber nur mit einer MIT-Order geht. Ich kann sagen, ich gebe hier unten die Hälfte raus, damit es nicht ganz ins Stop läuft. Könnte ja das ein ähnliches Problem dann halt werden. Und das heißt, auch so wird es sein, dass entsprechend, sobald das Ding zu ist, ist der Rest halt weg. Ne? Also wenn ich jetzt hier reinfalle und dann da, und dann wäre die halt entsprechend auch weg. Das heißt, das, sobald ich flat bin, aus welchem Grund auch immer, löscht alle Orders. So, was jetzt noch hinzukommt ist, ich möchte jetzt vielleicht genau in so einer Konstellation dann zum Beispiel sagen, naja gut, wenn die gefüllt wird, will ich aber die nicht mehr haben. Und umgekehrt genauso, wenn die hier unten gefüllt wird, will ich aber, dass da oben die dann weg ist. Ne? Sonst ist ja mein Take-Profit zu weit. Mal als Beispiel. Für so einen Fall werde ich einfach hier bei der Order, ich muss natürlich jetzt auf Editieren gehen, weil die Order ja schon da ist, für so einen Fall wähle ich dann halt aus CS. CS heißt Cancel Same, beziehungsweise Sibling, also das heißt, alles, was auch short ist an Orders, fliegt raus, sobald die Order gefüllt ist. Muss ich für die natürlich genauso einstellen. Und das heißt, würde halt hier alle anderen Short Orders löschen. So, wenn ich aber jetzt irgendwo als Beispiel noch eine Buy Order drin hätte, die wäre davon jetzt halt nicht betroffen. Ist natürlich jetzt Mumpitz, die da oben hinzulegen, aber die wäre halt davon jetzt nicht betroffen. Um das halt zu erreichen, müsste ich halt auch entsprechend noch CEO auswählen. So, das heißt, Cancel Opposite, also auch die gegenläufigen Orders. Ja, und so kann ich das halt genau dann pro Order einstellen. Das heißt, CS löscht immer gleiche Orders und CEO die gegenläufigen Orders. So, und beides zusammen ist das gleiche wie OCO, also löscht halt dann alle Orders. Ja, wenn ich halt hier überall CS und CEO drin habe bei allen Orders und dann ist jeweils der, alle anderen sind dann weg, sobald eine gefüllt wird. Und damit kann man es natürlich halt umgehen, dass man halt, wenn man flat ist oder irgendwie, wenn der Trade nicht so gelaufen ist, wie er halt eigentlich sollte, in Kombination mit Delete Orders, wird es also nie so sein, dass ich halt dann nachher plötzlich irgendwie long bin oder halt irgendwo noch eine Order irgendwie gefüllt wird, die ich halt eigentlich schon gar nicht mehr haben wollte. Ne? Ich denke mal, das ist dann damit halt wohl beantwortet. So, jetzt muss ich mir hier nochmal so zwischendurch mal angucken, ob das, ah ne, kann ich leider nicht, kann man versuchen, ob das geht, aber wahrscheinlich ist immer noch das Standbild von vorhin drin, ja, okay. So sieht das aus. Gut, so, das andere bezieht sich auf einen anderen Broker, das lasse ich mal weg. Muss mal gucken, ob die Positionsgröße. Genau, also generelle Frage, wie man halt entsprechend die Trades, die Positionsgröße auf das Risiko einstellen kann. Das geht halt generell nur bei Brokern, die halt hier Partner sind und da ist natürlich FX Flat ganz vorne mit dabei. Das heißt, das geht nicht bei definitiv nicht bei jedem Broker und ich kann hier die Funktion entsprechend umstellen, beziehungsweise halt hier hat man es auch gerade gesehen, ich habe nur Flat gedrückt und wegen Delete Orders ist dann halt alles gelöscht worden, das nur am Rande. Also, das geht ganz einfach, ich gehe einfach auf, jetzt muss ich selber überlegen, genau auf Layout hier im Setup und dort habe ich ja die Einstellung bei Quick Size Buttons, die kann ich auf bei Risk stellen, also nach Risiko. So, und dann gibt es hier ein Reset, wenn man da drauf drückt. Und entsprechend habe ich dann oben halt die Risikoeinstellungen. Und das bezieht sich immer auf den initial gesetzten Stop-Loss. Wenn ich also hier einen Stop-Loss als Beispiel von 25 Punkten im Dow habe und wähle 1% Risiko und dann kommt er hier auf 4,4 CFD-Kontrakte. Ja, kann man sich dann halt ausrechnen, wenn man möchte, ob das stimmt, sollte es aber tun. Und entsprechend muss ich mir dann halt da keinen, nicht wirklich Gedanken machen, so über mein Risiko, ob das halt irgendwie zu dem Trade passt. Ich kann einfach vorher gucken, was brauche ich an Stop. Ja, jetzt mal angenommen, es wären hier 25 Punkte. Gut, für Short würde es sogar passen, einigermaßen, wenn ich also sage, hier oben, ja, ich will halt hier den Markt Short, warum auch immer. Und da oben ist 27,16. So, das wären dann halt an der Stelle 30 Punkte plus
15 Punkte sind 45 Punkte. Das heißt, ich würde hier 45 eingeben. Mein Risiko steht auf 1%. Wie man sieht, die Order Size hat sich hier automatisch angepasst auf 2,4. So heißt ganz einfach, wenn ich jetzt hier Short gehe, ja, weiß ich halt da oben, wenn es ein Stop läuft, ist 1% fort. Aber dann eben auch nicht mehr. Und das ist natürlich, sollte man generell so machen, ja, wenn man irgendwie vernünftiges Risk Management betreibt, was man ja auch sollte. Und kann man das halt damit natürlich sehr schön machen, muss man halt nicht rumrechnen, und sondern weiß sofort, okay, ne, ich kann ja dann so entsprechend meine Positionierung auf den Markt anpassen. Und ich sage halt immer, und da gibt mir sicherlich auch jeder recht, der da halbwegs professionell unterwegs ist, der Stop-Loss, beziehungsweise auch der Stop-Loss sollte nicht zum persönlichen Befinden passen. Ja, wenn jetzt jemand sagt, na, mehr als 10 Punkte sind mir zu viel, das ist totaler Unsinn, ja. Sondern wenn der Markt halt seine 10 Punkte, seine 45 Punkte braucht, weil halt hier das Hoch liegt, dann gebe ich ihm die 45 Punkte und schraube dann meine Positionsgröße runter, weil wenn ich da mit 10 reingehe, dann bin ich halt schneller raus, als ich gucken kann, vor allen Dingen halt im DAO. Und so kann man das natürlich wunderbar kontrollieren, ohne sich da halt irgendwo ja, zu sehr, oder wie soll ich sagen, halt ohne dass der Stop halt irgendwie sinnlos gesetzt ist. Ich muss mich ja an den Markt anpassen, nicht der Markt an meinen Stop. Das ist ja halt vollkommen klar. Und damit geht es natürlich sehr einfach, ohne zu rechnen. So, was haben wir noch? Jetzt gucke ich mal die Nachrichten, die hier noch von dir kamen, Nelson, beziehungsweise die Fragen. Gucken, ob das jetzt hier funktioniert. Genau. Muss ich mal ausprobieren. Also da geht es darum, dass halt teilweise die Linien, gezeichnete Linien, halt gegriffen werden, wenn sie hinter... Ja, das ist tatsächlich so. Das sollte natürlich so nicht sein. Also man sieht ja, ich habe hier eine Linie eingezeichnet. Aber wenn ich dann halt, ich schiebe hier ein bisschen runter, hier versuche zum Beispiel Pop-up-Menü zu öffnen, und dann verschiebt es halt leider die Linie tatsächlich mit. Habe ich jetzt erstmal nicht so auf Anhieb eine Erklärung dafür, warum das so ist. Weil eigentlich ist das nämlich hier gesperrt. Also definitiv, das erkennt man daran, wird dem MetaTrader mitgeteilt, du hast jetzt an der Maus nichts mehr zu suchen. Das erkennt man schon daran, weil sich die Maus hier nicht mehr verändert, sobald ich drauf drücke. Und warum das dann aber trotzdem so ist, da müsste man tatsächlich mal MetaQuotes befragen. Das ist auf jeden Fall kein Fehler im StereoTrader, aber es ist halt ein bisschen unglückliches Phänomen. Aber ich sehe, dass die Maus auf jeden Fall richtig gesperrt ist, und dem MetaTrader ist es halt egal. Also darf man sich gerne auch mal die Mühe machen und da mal irgendwie Meta-Quotes mal irgendwie sagen oder mal fragen, ob die das wirklich so wollen. Das glaube ich nämlich nicht so wirklich an der Stelle. Da gibt es auch leider nicht wirklich einen Trick, wo man das umgehen könnte. Also wenn es in der Version 2.0, da war das alles noch ein bisschen anders. Wenn es dort so war, dann hätte ich gesagt, gut, liegt am StereoTrader, weil diese Sperre halt von der Maus war vorher halt nicht da. Vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern, sobald ich was geklickt habe, hat die Maus nämlich immer links, rechts angezeigt, ne? Nämlich also so mit einem Pfeil darunter. So, und da hat man gesehen, okay, das ist nicht gesperrt, aber das ist ja halt hier nicht mehr der Fall, ne? Das ist halt nur so. Gut, mein persönliches Indiz. So, des Weiteren werden die Trendlinienwerte nicht immer in der rechten Skala angezeigt. Ja, das ist auch so gewollt, weil ja halt der StereoTrader sein eigenes Labeling halt hier hat für die, für sowas halt, ja, wo man ja halt auch entsprechend, ach, jetzt geht das wieder los, so, wo man ja auch entsprechend die Labels selber halt positionieren kann und die eben nicht alle am rechten Rand kleben, sondern man kann die ja dahin setzen, wo man sie halt haben will. Und deswegen erscheinen die hier nicht. Die würden erscheinen, wenn ich halt entsprechend umstelle. Ich weiß jetzt auf Anhieb, könnte sein, dass hier geht. Wenn ich halt hier umstelle und sage dem halt Chart on Foreground.
Nee, Objekt im Vordergrund müsste es dann sein. Also ich gehe hier auf Objektliste und sage hier horizontale Linie. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keinen Blödsinn. Genau, hier ist Objekt im Hintergrund. Sobald das in den Vordergrund geholt wird, erscheint entsprechend das Label hier. Das wird aber der Stereo-Trader sowieso wieder abfangen bei der nächsten Gelegenheit und es halt wieder nach hinten schieben. Aus einem ganz einfachen Grund, weil nämlich so die Linien immer irgendwo dazwischen kleben und halt da irgendwo sind, wo ich sie eigentlich gar nicht sehen will. Also im Panel will ich ja keine Linien sehen. Ja, deswegen werden die halt dann immer auch, sobald ich jetzt irgendwie den Chart zumache oder halt, gut, hier jetzt nicht, aber sobald ich den Chart zu und wieder aufmache, landen die ja dann halt auch wieder hinten. Da wird es mal noch eine Option geben, dass das nicht so ist, weil es gibt wohl Spezialfälle von einigen Analysten, die halt den Stereo-Trader haben und die sagen, naja, ich brauche das hin und wieder schon mal anders, weil das und deswegen. Also da kommt halt noch ein Knopf dazu, wo das entsprechend nicht abgefangen wird, ist aber noch nicht drin. Ja, das ist das. Okay. So, das mit der Kamera fuchst mich ja jetzt. Ne? Muss mal ganz kurz hier was versuchen, ob wir das nicht noch, doch noch irgendwie hinkriegen. Ich habe mal kurz die Bildübertragung pausiert. Und aber irgendwie. Nee, das ist tatsächlich hier leider. Hat mir hier GoToWebinar meine Kamera irgendwie gekillt. Schade, aber vielleicht auch nicht so schade für den einen oder Doch, anderen. ist schade. Ich kann mal versuchen, das neu zu starten. So, sind ja relativ flott hier unterwegs. Ich versuche das mal eben schnell. Ich hoffe, wir gucken, dass jetzt nichts Komisches passiert, aber ich glaube erstmal nicht. Mein Bildschirm ist nach wie vor eingefroren. Ne? So. Das habe ich ja so vorbereitet hier alles. Das wäre doch wirklich jetzt ein bisschen doof, was jetzt an irgend so einem Käse da halt scheitert. Und so, wenn ihr sehen würdet, wie es hier aussieht, überall Lampen und irgendwie ein Beamer am Start, dann hätte ich noch Monitor genug haben. Ist auf jeden Fall interessant. Aber wie gesagt, das soll ja halt auch in Zukunft. Würde ich das halt so ein bisschen lebendiger halt machen. Und von daher hoffe ich mal. So, Moment. So, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, müsste es jetzt tatsächlich funktionieren, ne? Gut, jetzt darf ich keine Grimassen mehr schneiden, ne? Jetzt bitte ernst bleiben. Was? Nix. Okay. Nein, die Auflösung, der Ralf. Ich kann nicht die Auflösung vom Video reduzieren, dann ist ja halt, dann sieht man ja den, erkennt man den Chart ja nichts. Und beim Ingolf läuft es nicht flüssig. Sowas. Also ich sehe hier, wir haben auf jeden Fall volle Datendurchsatzrate hier. Und von daher, da sollte eigentlich nicht wirklich was ruckeln. Das ist natürlich mehr Bildmaterial als sonst, ne? Das ist halt klar. Das heißt, da braucht man natürlich auch selber irgendwo die passende Bandbreite dann auch dafür, damit es live funktioniert, weil der natürlich nicht wie bei Netflix oder so dann halt irgendwas puffern kann, sondern das muss dann halt eins zu eins dann halt durch. Aber ich kann es halt hier sehen. Ich komme halt mit 30 Bildern pro Sekunde konstant durch. Das sollte eigentlich nicht der Punkt sein. So. Also, dann gehen wir mal die Fragen hier durch. Da war noch eine Frage in der gleichen E-Mail, vielleicht. Echt? Ja, und zwar kann ich aber auch sagen, Ah, ja, habe genau. ich noch im Kopf, das war mit den Strategien. Dass du vielleicht ganz kurz noch vorstellst, wie man die Ja. Strategien einstellen kann und diese entsprechend wechselt. Da muss ich mal gucken, ob ich hier stressfrei rüberkomme. Ja. Sieht aber erstmal gut aus. Also mit den Strategien. Moment, da muss ich erstmal hier das Profil wechseln. So.
Also generell geht es halt, obwohl geht im MetaTrader 5 ja auch, ich brauche gar nicht in den Vierer, fällt mir gerade auf. Ne? Wir haben ja hier einen Hedge-Account, auch im MetaTrader 5, habe ich gleich vergessen. Also mehrere Strategien, das ist ja halt da geht es ja halt darum, dass man halt entsprechend zum Beispiel Long und Short, das heißt Long zum Beispiel als Swing, dann im DAO handeln kann oder im DAX oder wo auch immer. Das ist nur ein Beispiel natürlich. Und gleichzeitig aber halt eben die Kurzstrecken halt zum Beispiel scalpen kann. Ne? So, das heißt, ich mache als Beispiel einen neuen Chart auf. Mal angenommen, ich sage, das ist jetzt halt mein Swing. Da gehe ich im DAO bis zum Mond. Und dann gebe ich der Strategie, um das halt wirklich sauber zu trennen. Also hier Klick aufs Logo, dann hier Strategiename. Die nenne ich dann DAO zum Mond. Gehe dann auf Switch Strategy. Oder Strategie wechseln, dann entsprechend ja dann in der deutschen Fassung. Dann steht doch hier oben drüber, DAO zum Mond. Ja, das ist dann halt mein Long. So, da kommt der Stop da unten hin und Take Profit haben wir keinen. So, dann habe ich halt gleichzeitig, sage ich mal, ja gut, ich habe aber auch irgendwie Punkte, wo ich weiß, da wird der höchstwahrscheinlich dann halt reagieren. Mache ich einfach noch einen auf. So, und wie man sieht, ist der direkt auch aktiv, ja, weil die sich erstmal schon mal gar nicht ins Gehege kommen. Aber ich trenne es halt sauber und sage dann halt hier, die Strategie heißt DAO Scalp. So. Und dann kann ich halt beide, ich lege die jetzt auch mal dann nebeneinander. So, das heißt, hier einfach, wie gesagt, da, das ist mein Swing. Und hier gehe ich halt immer wieder short. So, und da sieht man, ich habe halt hier im rechten Bild, habe ich halt meinen Short Trade und im linken Bild meinen Long Trade. Ich kann natürlich auch zweimal long gehen, das ist halt auch klar, ne? Das heißt, das macht dann halt wirklich überhaupt gar keinen Unterschied. Und es geht halt nur darum, dass halt beide völlig voneinander getrennt sind. Und das ist halt der Punkt dabei, um den es ja geht. Das möchte man ja. Ist ja schon mal halt auch durchaus sinnvoll, wenn ich sage, okay, ich habe den DAO, weiß der Kuckuck halt wo schon gekauft und der hat halt noch Potenzial bis, weiß ich nicht, 28.000, ja, um jetzt einfach mal eine Zahl hier in den Raum zu werfen. Und da kann ich ja dann einfach nur jeden Tag irgendwie meinen Stop nachziehen oder einmal die Woche und soll mich aber nicht davon abhalten, hier gleichzeitig halt zum Beispiel dann halt die Gegenwehr, also die Bären dann halt hier mit zu scalpen und dann halt irgendwie kurze Abpraller und so weiter dann nach unten, ohne entsprechend, dass sich das halt dann gegenseitig halt beeinflusst. Und grundsätzlich ist es auch so, dass sämtliche Einstellungen, also alles, was ich halt hier einstelle für Stop-Loss, Take-Profit oder halt eben auch die Farben und so weiter, das wird dann ebenfalls pro Strategie gespeichert. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Statistik, die ist natürlich halt auch komplett separiert. Und das heißt, so kann ich natürlich auch, habe ich halt die Möglichkeit, ohne dass ich mit mehreren Konten da halt hantiere oder da halt irgendwie in Excel oder wo auch immer, dann halt irgendwie da ständig irgendwas rumrechnen muss. Da kann ich halt hier das ganz entspannt halt parallel handeln. Das Einzige, wo man dann halt aufpassen muss, das habe ich aber selber auch schon hingekriegt, ist dann halt, wenn man dann plötzlich irgendwie unterwegs ist und denkt sich dann so, ach, guck mal, der Long läuft doch gut, ich gebe da mal irgendwie noch was dazu. Und dann merkt man, oh verdammt, das war die falsche Strategie, beziehungsweise ich kann natürlich auf dem iPad oder iPhone oder so halt natürlich gar keine Strategie halt angeben. Und das macht es natürlich dann halt ein bisschen tricky. Das heißt, da sollte man dann einfach wirklich die Finger davon lassen und dann sowas dann halt auch nur mit dem Strategienamen dann halt entsprechend im StereoTrader dann halt machen. Ne? So, ne, hier sieht man, ich habe auch hier Reset gedrückt, Flat, egal, ja. Links davon, meine Long-Strategie, DAO zum Mond, ist davon nicht beeindruckt, in keinster Weise. So, wie kann man den Strategienamen umbenennen und löschen? Warum will ich den umbenennen? Umbenennen kann ich ihn grundsätzlich nicht. Ja, also das heißt, weil man muss sich das so vorstellen, also wenn ich jetzt hier auf Strategie klicke, dann sehe ich ja hier unten gibt es eine Internal ID, also eine interne Nummer. Das heißt, der StereoTrader speichert nicht wirklich den Text, nur für die Einstellungen halt, aber vielmehr ist es halt so, dass eine sogenannte
Magic Number halt ist. Und das heißt, da ist eine Nummer und diese Nummer ist in jedem einzelnen, in jeder einzelnen Position hinterlegt. Und das kann ich halt nicht umbenennen, weil da müsste ich halt dem Broker mit auch mitteilen, du pass mal auf, alle meine Positionen mit der Nummer 21403911, die sind jetzt 21508759. Ja, das ergibt halt dann auch keinen Sinn, beziehungsweise ergibt vielleicht Sinn, aber geht halt einfach technisch nicht. Und wie man Strategien los wird, das geht tatsächlich momentan nur manuell. Dazu muss man einfach hier in den Folder. Das heißt, ich gehe halt hier auf Datenordner öffnen und dann habe ich ja halt hier entsprechend meinen Ordner, der heißt MQL5. Jetzt muss ich hier mal gucken, wie es dann Files und dann gibt es irgendwo hier die Setups. Und jetzt muss ich hier selber mal auf die Suche gehen. Das sind irgendwelche Tickgeschichten. STMT5, Setups. Ne, da sind sie nicht. Also ich muss dann halt hier oben über, müssten dann vermutlich in Metaquotes, Terminal, Common, Files. Ich muss ja leider selber ein bisschen suchen. Setups. Genau, ne? Und da findet man die halt und da muss man halt die Dateien dann löschen, die dann halt entsprechend den Namen von der Strategie haben und dann erscheinen die auch nicht mehr. So. Gut, was haben Vielleicht wir noch? eine Frage noch zu den Strategien, die auch gestellt wird. Man möchte ja dann verschiedene Einstellungen haben, entsprechend je nachdem, wie man handelt. Muss man diese Einstellung, nachdem man die Strategie gewechselt hat oder beim Speichern? Da fehlt ein Verb in deiner Frage. Nochmal bitte. Also, du willst ja zwei verschiedene Strategien haben, ne? Ja. Mit unterschiedlichen Einstellungen, Stop-Loss, Take-Profit, Distanz unterschiedlich. Ja. Muss man, jetzt wird oft gefragt, ob man diese Einstellungen beim Speichern, also wenn ich in den Einstellungen bin vom Zero Trader, wo ich den Strategienamen eingebe, ob ich diese Einstellung vorher oder erst nachdem ich gewechselt habe, übernehmen klicken. Ach so, ja, auf nachdem. Das heißt also, sobald der Strategiename hier eingegeben ist, ne, ab dann gelten die ganzen Einstellungen. Wenn ich jetzt nämlich hier aber auf eine bestehende Strategie wechsle, lädt der natürlich die Einstellung von der bestehenden Strategie. Das heißt also, logischerweise dann halt immer erst danach. Das heißt, erst den Namen wechseln, dann die Einstellungen machen, nicht umgekehrt. Also nicht irgendwie wie bei einem Word-Dokument, wo es dann halt speichern unter, ne? So darf man es nicht verstehen. Ja, das war doch gar nicht so schwer. Okay, so, dann mal gucken, was haben wir denn da noch an Fragen? Wie kann ich die Linien und Schriften, zum Beispiel VAH etc., vergrößern? Also man kommt, glaube ich, an die nicht, ich weiß das leider, tatsächlich auch nicht alles auswendig, auch wenn ich den Kram hier programmiert habe. Aber ich muss natürlich muss mal gucken hier. Man findet ja so ein paar Sachen, Rechtsklick, und dann halt hier auf, wo ist es? Expert List, Properties. Und da gibt es ja schon so einiges. Aber da ist nicht unbedingt die Linienstärke. Also das jetzt gerade nicht. Die Farben und so weiter sind halt drin. Jetzt hier von dem Volumenprofil. Aber jetzt halt nicht Linienstärke. Kann man also tatsächlich nicht ändern. Das Ding ist halt einfach, klar, ich meine, sagt der eine oder andere, ja, es macht aber Sinn, aber kann sich jeder vorstellen, ja, wenn ich jetzt, wenn man halt hier die ganzen Einstellungen, wenn man da halt wirklich alles reinpackt, was man ändern kann, und dann ist das Ding hier wahrscheinlich irgendwie 1000 Punkte lang, ne? Und das macht es halt leider auch nicht wirklich übersichtlicher. Und deswegen muss man da an der einen oder anderen Stelle halt leider verzichten drauf, dass man halt, ich meine, man kann ja ohnehin schon extrem viel einstellen und ich glaube, die Layouts, die drin sind, helfen ja auch in den meisten Fällen, so den eigenen Geschmack zu treffen, aber alles dann tatsächlich nicht. Ich meine, generell kann man ja halt, was man machen kann, ist über Layout, also über Layout das generell halt größer machen. Das betrifft natürlich dann halt auch Linien und so weiter, aber halt leider an der Stelle nichts einzeln.
Kann man den Stereo-Trader 2.0 auch weiterhin nutzen, ohne die Mitteilung auf die neue Version? Nein, das geht tatsächlich nicht. Die dürfte auch eigentlich gar nicht mehr laufen, die 2.0er-Version. Das wundert mich gerade. Weil es natürlich halt auch eine Sicherheitsfrage, ne? Also es wird ja auch immer wieder einiges verbessert oder beziehungsweise Updates werden ja auch teilweise erzwungen, wenn zum Beispiel halt irgendwo bekannt wird, oh, da war halt irgendwas, eine kleine Lücke, die musste ausgebügelt werden. Und wenn die uns bekannt ist, dann müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass entsprechend ein Update dann draufgespielt wird. Nicht, dass dann nachher irgendwie eine Falle tappt, die halt schon lange bekannt ist und eigentlich gar nicht mehr sein müsste. So, ich fände es super, wenn man die einzelnen Positionen mit Doppelklick auf die Dots am Strip schließen können. Also wahrscheinlich ist das halt gemeint, ne? Wenn halt hier irgendwie zwei Positionen drin sind, dass man die halt da halt per Doppelklick. Ich glaube, das war sogar mal drin, da ging es mit Control-Click. Vielleicht geht das sogar noch, ich glaube es aber ehrlich gesagt gerade nicht. Nee, das wurde tatsächlich entfernt. Also vorher konnte man halt hier, ne, das sind ja die einzelnen Entries, vorher konnte man tatsächlich mal hier mit Control-Click das rauswerfen, aber ist wie gesagt eliminiert worden. Man kann aber nichtsdestotrotz natürlich, klar, ich weiß, es ist jetzt halt natürlich der normale Weg, aber ich kann ja halt draufklicken und dann hier auf Close Position, ja, muss ich einmal mehr klicken. Ich komme ja an die Sachen, ich komme ja schon ran, nur eben nicht per Doppelklick. Doppelklick ist ja generell halt eine Funktion, die im Stereo-Trader nirgends zu finden ist. So. Was? Ich habe jede Bandbreite. Gut. Wenn die Strategie nach dem Entry geändert wird, ändert sich bei mir der Chart. Muss die immer vorher angelegt werden? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Also mit der Strategie, glaube ich, das haben wir jetzt aber auch soweit abgeschlossen. Wenn das nicht klar sein sollte, Andreas, dann kannst du gerne nochmal genauer ausführen. Hallo Lutz. Ich gehe hier einfach mal der Reihe nach durch. Und da kommt noch was hinterher. Okay, das haben wir schon. Ganz am Im Anfang M war noch eine Frage. ganz am Anfang. Ich muss bei jedem Start die Werkzeugleisten neu einstellen. Meinst du das? Kann man die Nee, einstellen? tatsächlich war, ob man als Trailing-Variante auch ein Smooth Moving Average nutzen kann. Nee. Ist nicht implementiert. Ich meine, man kann es nutzen, dann muss man es halt programmieren. Ne? Also ist jetzt aber in den Standards halt nicht drin. Dort ist nur SMA und EMA. Also klar, über Programmierung geht es. Es gibt ja auch den einen oder anderen Programmierer. Wenn man da halt eine Strategie hat, wo man sagt, ja, das funktioniert bei mir super, vielleicht einfach mal einen von den Jungs und Mädels fragen. Vielleicht hat ja jemand Lust, Zeit, das umzusetzen. So. Gut. So, was war jetzt das andere Moment? Die Werkzeugleisten Neueinstellungen. Welche Werkzeugleisten? Also, wenn damit da oben das gemeint ist vom MetaTrader, fürchte ich nämlich, habe ich auch schon erlebt, dass man die immer wieder neu hinziehen muss. Ja, ist halt dann eben MetaTrader. Wenn mit dem Ja, Stereo-Trader was gemeint. da gibt's einen Trick. Echt? Ja, und Verrat mal. zwar, soll ich dir mal verraten? Okay. Ja. Und zwar findet man in dem Ordner Config die Datei terminal.ini. Und diese kann man einfach mal umbenennen, so dass MetaTrader diese Datei neu erstellen muss. Und dann ist die, sind alle Werkzeugleisten auch wieder so, wie sie sein sollen. Okay. Da machst du am besten mal irgendwie vielleicht einen Screenshot oder so und zeigst uns den mal. Sonst ist das wahrscheinlich in Also diesem. Datei-Ordner öffnen und dann in den Ordner Config. Da gibt es eine Datei, die heißt terminal.ini. Okay. Und die ist einfach umbenennen
MetaTrader neu starten. MetaTrader erstellt diese Datei neu und stellt dann alles wieder her. Interessant. So, also, wenn in MT4, wenn du DAO Pro oder Euro Pro reinziehst, kannst du die nicht mehr löschen. Jetzt kriege ich aber hier kein DAO Pro oder Euro Pro drauf, oder? Ich kann es versuchen mit der normalen Version. Ja, also generell, ich meine, es ist ja leider bekannt. Na gut, den Spot wollte ich jetzt nicht unbedingt. Es ist ja leider bekannt, dass halt manche, gucken, ob ich den auch hier jetzt finde, den Kollegen Europro. Beim Europro müsste es tatsächlich so sein, ja. Also immer wenn halt ein Add-on halt ein eigenes Panel hat, ich weiß, es ist halt manchmal, man kriegt es nicht mehr los, ohne den Chart zuzumachen. Da gibt es einen einfachen Trick. Lutz, mach den Chart zu. Und weil das, keine Ahnung, das hängt halt irgendwo im MetaTrader, wo der sich halt einfach verschluckt. Ja, weil das halt, ich weiß nicht wieso, ich habe es irgendwie schon tausendmal irgendwie versucht, mal hinzukriegen. Also gemeint ist damit, ne, also wenn ich jetzt hier auf Indikatorenliste gehe und dann halt hier sage, löschen, ich will es jetzt nicht provozieren, dann kann es sein, es muss nicht sein, ja, dass der MetaTrader dann irgendwie sagt, ich habe keine Lust mehr, man muss den MetaTrader neu starten. Und das ist nur bei den Add-ons so, die halt ein eigenes Panel haben, was nicht im Indikatorfenster erscheint. Ob der, weil wie man sieht, ne, man kann es einfach so schließen, gar kein Problem, aber irgendwie entfernen will er da halt irgendwie nicht unbedingt. So, mit dem DAO weiß ich jetzt gar nicht, ob das, ob da auch so ist. Auf Anhieb. Gucken, hat er auch so ein Panel? Ja, der hat auch ein Panel, was drüber steht. Ne? Gut, das wäre dann halt das gleiche Problem leider an der Stelle. Also da am besten den Chart zumachen und neu aufmachen. Weil, also nur zum Vergleich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel irgendwie X-Frame reinziehe oder so, ist das Problem nicht. Das liegt daran, weil der X-Frame hier unten einen eigenen Raum hat, also beziehungsweise einen eigenen Indikator quasi darstellt und den kann ich halt jederzeit loswerden. Wie gesagt, also schon irgendwie oft die Zähne dran ausgebissen und rumgeschraubt, aber nie irgendwie wirklich hinbekommen. Also es ist halt ein bisschen nervig, ich weiß, aber halt auch nichts, womit man gar nicht leben kann. Nee, Lutz, das passiert nicht seit dem Update. Ich kenne dieses Problem schon viel, viel länger und das hängt mit anderen Sachen zusammen. Also, und es ist halt mal so und es ist mal nicht so. Es kann jetzt sein, dass bei dir wegen des Updates da irgendein anderer Parameter aus deinem System da halt mit reinspielt und das dann Metacodes genau jetzt sagt, jetzt ist es so. Und es sieht dann immer so aus, als hätten wir da irgendwas eingebaut, was vorher nicht drin war. Und ist aber nicht so, kann ich dir versichern. Und wie gesagt, ich habe das schon viel, viel früher schon mal gehabt, bevor es der Erste überhaupt mal gemerkt hat. So. Paul von Paul, ich lese nur ja, so ist es, bitte. Und aber eine Frage finde ich irgendwie nicht dazu. Das gehörte zu der Werkzeugleiste. Wie kann ich mein Setup sichern? Was ist damit gemeint? Also ich arbeite generell mit Templates, ne? Also nicht mit Templates, Entschuldigung, sondern mit Profilen. Das heißt, ich habe also hier immer eine Liste von diversen Profilen, zum Beispiel halt eben auch mein Daily Block oder so, der dann halt auch hier drin ist. Und das ist eigentlich, finde ich, immer die einfachste Variante, sich da halt irgendwie Sachen zu speichern. Wobei der jetzt natürlich falsch war, weil stand ja auf D1. So wäre dann halt wieder richtig. Und generell kann man das ja mit allem so machen. Also da ist der, sollte mit dem Stereotrader auch alles problemlos eigentlich laufen. Solche Profilwechsel. Was der Und Lutz damit kann meint, ist man was anderes. Du was. meintest ja zu seinem Problem jetzt hier mit Euro Pro und DAO Pro den Chart einfach zu schließen. Da meint er, wenn er da jetzt was gespeichert hat,
ob das dann weg ist und wieder das sichern kann. Was sichern, Wenn ist er da die den Frage. Chart jetzt einfach schließt, so wie du Ja. eben meintest, dann Ja. sind seine ganzen Einstellungen und seine Linien etc. weg. Und das wollte er fragen, wie er das am besten speichern kann. Ach so, ja, genau so eigentlich, ne? Über die Profile. Weil das bleibt ja im Endeffekt ja dann halt auch alles da drin. Aber im Profil ist dann nur tatsächlich die Anordnung der Chartfenster, nicht der Inhalt, wenn der Chart dann Doch, geschlossen ist. doch, 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 doch. Wird definitiv auch mit den Profilen gespeichert. Wenn du den Chart schließt und neu aufmachst, ist egal, ob du im Ja. Profil bist oder nicht. Ja, wenn ich, klar, wenn ich den jetzt, ja gut, dann muss ich mein Profil vorher speichern, ne? Ich meine, wenn ich den jetzt zumache und gehe nochmal aufs Profil, dann ist natürlich, dann merkt sich der MetaTrader, dass da nur ein Chart drin war. Das ist halt schon klar, ne? Also dann muss man halt vorher dann halt hingehen, als Beispiel dann halt hier Profil dann speichern unter, ne? Dann halt irgendwie machen. Also das ist halt das Ding. Aber die andere Frage, ja gut, ich meine, das ist doch viel einfacher. Ich meine, wenn man doch Euro pro verwendet, dann verwendet man es doch. Dann ist es doch am einfachsten, irgendwie statt unbedingt Euro pro da rauszuwerfen, man kann es ja halt auch deaktivieren. Also, ich meine, es ist ja nicht so, dass es keine Möglichkeit gibt. Das heißt, also, wenn ich hier den Euro habe, jetzt habe ich schon wieder einen Spot hier auf. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es mit dem Spot müsste, aber doch, funktioniert auch, glaube ich, ne? Das heißt also, wenn ich halt hier Euro pro drin habe, wo ist er? So, ich kann doch auch einfach alles ausschalten. Ich muss es ja nicht unbedingt gleich rauswerfen. Es tut ja keinem weh. So, ausschalten und dann ist gut. Dann habe ich zwar hier natürlich eine Ecke verschwendet, ja, aber deswegen muss ich ja, wenn ich ja weiß, ne, es macht halt irgendwie Stress an der Stelle. Was soll ich denn jetzt sagen, ne? Gut. So, also Unterschied, fragt der Jens, Priax und Priax Plus. Ja, diese Frage hat er schon ganz lange. Deswegen. Ja? Ja. Wie jetzt hier heute oder? Nee, eigentlich schon vor 2 Terminen wollte er schon diese Frage stellen, aber ist ja leider ausgefallen. Also. Okay, dann müssen wir uns dem jetzt natürlich hier ausgiebig widmen. Also, es ist natürlich jetzt hier am laufenden Chart natürlich ist nicht so gut zu erklären, sondern das müsste man eigentlich halt irgendwie im laufenden Trade erklären, aber dann kriegen wir natürlich jetzt hier nicht auf die Schnelle hin. Ich versuche es mal in der Theorie. So, mal angenommen, ich bin jetzt hier, hoppla, in meinem Dow Long. So, und mein Trading Stop ist hier auf Stundenbasis im Priax. So, das würde bedeuten, um das mal kurz auch zu visualisieren. Ich mache jetzt hier mal meinen eigenen, mal schnell hier drauf, den Indikator. Oh, der ist ja hier auch mit drin. Ich gebe den mal. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich jetzt die richtige Version habe, aber ich versuche es mal. So, nur mal die, dass man mal die Außenstäbe halt sieht. Nee, das ist die falsche Version. Ich habe es befürchtet. So, damit geht es nicht. So, was muss ich mit meinem machen? Also Außenstäbe, wem das halt nichts sagt, kann ja auch sein. Ich muss ja parallel suchen. Bin irgendwie gerade blind. Da ist er. So. Wem das nichts sagt. Also Außenstäbe ist das hier. Also jetzt zum Beispiel hier auf der Long-Seite, alles, was da halt irgendwie blau ist, sind es bei mir Außenstäbe. Nein, diesen Indikator gibt es nicht. Es gibt ihn aber als Erweiterung in dem Live-Signal, Indikator beziehungsweise in dem Roboter. Und dazu machen wir bei demnächst halt noch ein eigenes Webinar mit dem Oliver Najar. Und da gehen wir natürlich im Detail drauf ein, weil das halt natürlich deutlich mehr kann als nur ein paar Außenstäbe zeichnen. Und das hier ist halt nur eine eigene Geschichte,
Die hilft mir nur eben halt, mich im Chart zurechtzufinden. War aber auch mal geplant, die irgendwann mal rauszugeben, ist aber leider so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Also, nichtsdestotrotz, Außenstäbe, wie in dem Fall hier im Stundenchart, im Dow Long, ist halt jede Kerze, die hier ein neues Hoch macht und höher schließt. Das ist ein Außenstab. So, das ist so die einfachste Definition. Ich mache es mal ein bisschen größer, damit man es genauer sieht. Also hier höher geschlossen als die davor und höheres Hoch, Außenstab. Die, auch wenn sie noch so klein ist, nee, ist kein Außenstab, weil die hat ja in der geschlossen. Ne? Das heißt, das war der Außenstab und das war halt einfach nur eine Pause. Kann man nennen, wie man möchte. So, und dann ist hier die nächste, höher geschlossen und höheres Hoch, Außenstab. So, die, die jetzt gerade läuft, ist ein Innenstab. Und der Trailing Stop, der Priax, wenn der aktiviert ist, der erkennt genau solche Geschichten, also Außenstäbe. Und das ist halt auch definitiv eine Geschichte, die wirklich gut funktioniert, weil Algorithmen einfach darauf getrimmt sind. Also selbst im Minutenchart hat man es halt teilweise, dass die Algos halt danach laufen. Und deswegen hat das schon eine recht gute Verlässlichkeit. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel hier den Priax auswähle und sagt dem halt Distanz 5, dann würde das bedeuten, so jetzt mal hier so ein paar Linien hinzuzeichnen, wo der dann am Ende wäre. Na komm, mach dich gerade. So, das heißt, der würde ich mach's mal rot, damit man es auch ein bisschen besser noch versteht. Mal angenommen, ich wäre von hier unten gekommen. So, ich wäre dann hier gestartet. So, und jetzt haben wir den nächsten Außenstab gemacht. Dann wäre der Trailing Stop, würde jetzt hier sitzen. So. Und sobald es der nächste Außenstab kommt, geht er halt hier, ne? Also mit dem Abstand 5 Punkte, das stimmt jetzt natürlich nicht ganz, ne? Aber 5 Punkte unter den letzten Außenstab. So, das ist generell so die Methodik, womit der Priax halt unterwegs ist. Und ich kann übrigens, ich schweife mal ganz kurz ab, man kann das aber auch anders machen. Ich kann auch hier Fibo-Werte eingeben, übrigens. Wenn ich einen negativen Wert eingebe, zum Beispiel minus 100, ja, dann bedeutet das, dass er halt den Außenstab bemisst und 100% von der Größe vom letzten Außenstab den Trailing Stop setzt. Das heißt, wenn die jetzt hier als Beispiel rund 80 Punkte lang ist und dann wäre halt entsprechend der Trailing Stop jetzt nicht hier gelandet, sondern 80 Punkte drunter. Ja, so passt er sich dann halt immer der Bewegung an. Und so kann ich, also wie gesagt, mit negativen Werten, ne? Das wäre dann hier minus 100, so würde das aussehen. Und so kann ich ja natürlich genauso gut sagen, naja gut, nimm 50% maximal, ja, ich sage hier 50er Fibo, und da würde er entsprechend halt den bemessen, okay, das ist 80 Punkte lang, und würde ihn 40 Punkte dahinter setzen. Das aber nur am Rande, ich glaube, das wissen auch viele nicht, dass man das machen kann, ist natürlich sehr nützlich, weil man natürlich dann halt hier mit Fibo-Werten relativ einfach arbeiten kann und dann zum Beispiel sagt, na gut, ich nehme halt hier 66er und habe dann halt immer entsprechend halt, weil das macht er halt manchmal. Ne? Hier sieht man es zum Beispiel, hier bei diesem Außenstab. Da ist er halt irgendwie da bei der letzten Außenstab darunter und da habe ich halt hier mal kurz fast 100% Rücklauf gehabt, ist aber nichts passiert. Ne? Und das ist auch, glaube ich, eine ganz passende Überleitung zu dem Priax Plus. Dort macht die Einstellung nämlich auch am meisten Sinn, weil im Priax Plus könnte ich jetzt hier zum Beispiel gesagt haben, ich komme da oben runter. Ja, jetzt nur mal als Beispiel mal angenommen, ich wäre halt hier short gegangen, da war der erste Außenstab nach Süden. So, und ich hätte immer irgendwie, sagen wir mal, rund 50% gehabt, also minus 50. So, und dann wäre der nächste, wäre entsprechend dann hier gewesen, ungefähr, ne, hier die Hälfte rückwärts als Abstand ist etwa da. Dann haben wir halt hier den nächsten. Na, hoppla, komm. Ach, jetzt will der hier wieder nicht. Der MetaTrader 5, der macht mich noch irre. Mit dem Doppelklicken. Das ist übrigens mit ein Grund, warum Doppelklick nicht im StereoTrader vorkommt. Weil der manchmal einfach halt nicht will. So, das heißt, hier wäre dann der nächste, wäre halt hier gewesen, 50% drüber. Gut, hätte jetzt hier nicht gereicht, ne? Aber egal. So, mal angenommen, ich hätte 100 gehabt. Muss mir überlegen, was hier ein gutes Beispiel ist. Mal angenommen, ich hätte minus 100 gehabt. Dann hätte ich diesen Außenstab nach oben gespiegelt
rund 100 Punkte drüber, genau. Das wäre dann tatsächlich an der Stelle gewesen. Hätte sogar dann gepasst. Da wäre der natürlich halt hier. Der wäre auch höher gewesen und der wäre natürlich auch höher gewesen. Das heißt, da wäre mein Stop mit einer Einstellung von minus 100, wäre der so gelaufen. Das heißt, von da nach da nach da. Ja, ich hoffe, man versteht das. Da ist der letzte Außenstab. 100% davon nach oben wäre dieser Punkt gewesen. So, wie man sieht, ist hier Folgendes passiert. Der wäre nicht getroffen worden, ja, hätte aber auch kein neues Tief gemacht. So, und mit dem normalen Pre-Ax wäre der dann hier oben geschossen worden. Ja, ich zeige es mal kurz hier mit dem Fadenkreuz. Das heißt, der wäre nicht mehr bewegt worden und wäre hier mit dieser Kerze, wären wir hier oben eliminiert worden. So, der Unterschied zum Pre-Ax Plus ist der. Der hätte den Trailing Stop genauso gezogen, erstmal auch an die Stelle, aber sobald der letzte Außenstab durch einen anderen, durch einen Close überboten wird, also das heißt, sobald wir dann hier plötzlich einen Long dann halt haben, wäre der, ich überlege, der wäre tatsächlich hier, da wären wir ausgestiegen, hier unten, weil wir hier einen Close haben über dem letzten Außenstab nach unten. Das heißt, da wäre mein Exit gewesen und nicht erst hier oben. Ne? Das heißt, der guckt dann, ist überhaupt noch die Struktur intakt? Habe ich überhaupt noch Außenstäbe short in der Struktur oder ist da schon was kaputt? Ja? Und hier wäre es halt klar schon kaputt gewesen. Spätestens hier, aber ohnehin, das geht ja auf den Punkt genau, hier wäre entsprechend diese Struktur gebrochen und da wäre der Pre-Ax Plus wäre hier dann ausgestiegen. War das verständlich? Ist noch jemand da? Natürlich. Nelson, wo warst du? Okay, wo ist er? Der Jens. Okay, gut, ne? Also wie man sieht, das ist durchaus eine sinnvolle Geschichte. Also macht aber wirklich nur Sinn, wenn die Abstände halt groß sind, ne? Auch klar. Wobei hier hätte es ja auch tatsächlich mit einem kleineren halt noch überlebt. Ne? Also selbst mit der Hälfte hätte die ganze Geschichte überlebt. Weil bis hierhin wären wir ja gar nicht gekommen bei dem Pre-Ax Plus. Sondern der hätte dann halt hier auch noch nicht gezuckt, wenn es jetzt minus 50, ja, mal angenommen, ich wäre halt irgendwie mit minus 50 dran gewesen, dann wäre das ja ungefähr mein Verlauf gewesen. Das muss man halt ausprobieren, was da halt Sinn macht. Ne? Da wäre das mein Verlauf gewesen. Hier wäre der Trailing Stop gewesen, aber sobald diese Kerze da geschlossen hat, dann hätte er um Punkt, das war das hier 19 Uhr vermutlich, um Punkt 19 Uhr hätte der den Trade dann halt geschlossen, ohne dass er in Stop-Loss gelaufen wäre, sondern hätte das Ding dann halt so zugemacht. Ja, also macht schon Sinn, weil nämlich, wie gesagt, das ist ja die Idee mit diesen Außenstäben, kommt ja halt vom Algo-Trading, was ich ja halt immer ganz genau beäuge und da behaupte ich halt einfach, es gibt viele Algos, die genau auf solchen Dingern halt laufen, ja. Ob das jetzt immer Stunde ist oder halt Minute, das steht auf einem anderen Blatt. Aber sowas ist dann halt ein Trigger und da weiß ich halt, wenn ich short bin, so ein Ding kommt, ja, brauche ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Das wird nur noch Gezerre erstmal. Und das sieht man halt immer wieder. Ich meine, das war jetzt hier auch gerade erst vor ein paar Tagen. Aber kann man wirklich durchgucken, das ist halt so. Ne? Hier sieht man es ja auch. Sobald eine drüber schließt, ne, dann ist halt einfach Schluss mit Short lustig. Hier an der Stelle. Also gerade ab dem Stundenchart ist es so, bei den kleineren Zeiteinheiten hat man schon mal irgendwie einen Fake dazwischen. Beim M15 sieht man es eigentlich immer wieder ganz gut. Gucken, ob ich jetzt auf Anhieb eine finde. Aber da hat man halt, ne, jetzt auf Anhieb nichts. Da ist halt schon die Struktur, ist schon recht klar. Ne? Sieht man Außenstab, Außenstab, Außenstab und sobald halt irgendwie durch und dann dreht das Ding auch erstmal in eine andere Richtung. Beziehungsweise dann geht halt das Gezerre halt los. Und das liegt, wie gesagt, daran, weil halt, behaupte ich, Algos genau mit diesen Dingern halt getaktet sind. Gut. So, wie kommen nochmal die Farbfelder zustande? Also, falls jetzt, lieber Manfred, diese damit gemeint sind, hatte ich ja gerade gesagt, das ist eine eigene Indikation, um das zu visualisieren. Ist aber im Stereo-Trader jetzt nicht darstellbar, beziehungsweise nur mit dem Live-Signal-Add-on. Gut, dann haben wir Zwei tatsächlich auch Fragen. 9. Wir wollten noch, ich denke ja nur an dich, du möchtest ja nach Hause, ne? Ach Quatsch, nein, nein, das geht vor.
die zwei Fragen. Also wenn du möchtest, wenn du magst, noch Nein, die nein, zwei alles gut, Fragen. klar. Und zwar von Johann, wenn du dir das mal anschaust, auch recht weit oben. Wo ist er? 18:06 Ah, ja, Uhr. genau. Hat das Close Profit Min bei Trading die gleiche Funktion wie BE Safe Add? Nein. Also, Close Profit Min. Jetzt muss ich auch mal selber überlegen, wo ist denn überhaupt die Einstellung? Die ist, glaube ich, hier irgendwo, ne? Close Profit Min. So, was hat es damit auf sich? Ich kann ja generell, wenn ich mehrere Positionen habe, ne, wie jetzt zum Beispiel hier, habe ich ja halt Long. So, es gibt ja eine Funktion, wenn man da mal die Maus drüber stehen lässt, dann steht ja da, Shift-Click schließt einzelne Kaufpositionen im Plus. Ja, das heißt also, wenn ich hier mit Shift-Click draufklicke, klicke, so, dann mache ich habe ja hier zwei Einzelpositionen und dann würde er mir alle schließen, die im Plus sind, generell. So, ne, mache ich jetzt nicht. Mache ich erst gleich, damit man es halt sieht. Und so kann ich halt, wenn ich mich an verschiedenen Stellen skaliere, mal, ich habe hier 10 drin, die sind im Plus, dann auch irgendwie 5, die sind im Minus. Ja, so handeln ja manche. Und dann kann ich halt jederzeit, dann muss ich nicht irgendwie manuell hingehen, sondern mache dann einmal hier Shift-Click und dann bin ich alle los, die im Plus sind. Erstmal. Ne? So, und bei Close Profit Min, das heißt einfach nur, der guckt dann halt, dass der nicht irgendwie, was weiß ich, nur einen halben Punkt im Plus ist oder plus minus null, sondern kann ich halt auch sagen, alles, was 10 Punkte im Plus ist, das macht mir zu. Das steckt hinter dieser Funktion. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf klicke, könnte es tatsächlich noch reichen, dann guckt er halt einfach, ist das Ding unten 10 Punkte im Plus? Wenn ja, mach sie zu. Ja, habe ich jetzt gerade gemacht. Das ist einfach nur die Bemessung dafür. Sonst nichts. So, haben wir noch eine andere, die ich gerade übersehe, Nelson? Ja, der Reinhard, der hatte Probleme mit dem VPOC und beim Umschalter der Zeiteinheiten. Ist dir da was bekannt in Verbindung mit der Nee, aber Mediatonic 5? ich weiß, dass wir letzte Woche da irgendwie mal kurz einen Serverausfall hatten und ich vermute mal, das ist einfach da reingefallen. Und da haben wir aber so oder so jetzt auch nochmal nachgebessert. Da kommt auch heute oder morgen noch eine neue Version online. Und die nämlich halt solche Verbindungsgeschichten halt auch umgehen kann. Ja, weil es kann halt immer mal passieren, da waren halt irgendwie, wir wissen es selber nicht, waren wahrscheinlich Wartungsarbeiten auf dem Server. Und ich würde wirklich behaupten, das hing damit zusammen, dass da mal kurz keine Daten kamen und dann hängt der halt in der Schleife fest und guckt halt und wartet, bis die Daten kommen, weil, ne, wenn ich den Timeframe umschalte, dann werden ja alle Daten halt nochmal gezogen halt für den Timeframe. Und das heißt, der hat dann einfach sich nur dann halt bei der Abfrage dann vermutlich verhaspelt. Ja, war letzte Woche, ne? Bestätigt der Reinhard ja auch gerade. Ich weiß, also wie gesagt, ist bekannt, aber ohnehin kommt dann nochmal ein Update auf, sodass es eigentlich nicht mehr der Fall sein sollte. Dann allerletzte Frage für heute von Hans-Joachim. Lizenz, VPOC-Lizenz, lässt sich nicht freischalten bei Ihnen. Hat Glaube ich nicht. direkt bei dir bestellt. Ja, aber ich meine, ich kann jetzt auch nicht noch, ich kann jetzt ja hier keine Lizenznummer einblenden, ne? Aber generell, das sollten wir dann wirklich eher hinter den Kulissen lösen, weil eine Lizenznummer ist ja halt, ne, auch Datenschutz und so und beziehungsweise natürlich auch Kopierschutz. Und aber da ist nichts bekannt. Es gibt keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte. Ich vermute da halt einfach wirklich irgendwo ein Dreher drin oder sonst irgendwas in der Nummer. Ganz sicher. Weil es Dann gab gerne bisher. nochmal morgen bei uns melden und dann nehmen Ja. wir das zusammen an. Würde ich auch sagen, ne? Dann, weil wie gesagt, da ist kein Fehler drin. Da ist nichts dergleichen bekannt, weil dann würden ja halt alle Lizenzen nicht funktionieren und dann hätten wir hier ein bisschen größeres Problem. Ist aber nicht der Fall. Super, dann haben wir alles Gut. geschafft heute. Ja, ne? Ja, mit Erstmal inklusive schön. Überraschung. Finde ich Ja, gut, dass ne? ich jetzt dich dabei sehen kann, wie misstrauisch du guckst, wenn ich was sage. und ich sage, pass auf, ich verabschiede mich schon mal, dann darfst du heute mal das letzte Wort haben. Und bedanke mich natürlich für die Teilnahme.
Ach, guck mal, Ich habe versucht, misstrauisch zu gucken. Ich weiß nicht, ist mir wahrscheinlich nicht gelungen. Ich gucke halt immer so vertrauensvoll, wenn du da bist, lieber Nelson. Also von daher. Nein, nein. Aber jetzt wollte ich dich aufs Konzept bringen. Mach du einfach mal weiter. jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich wünsche jetzt einfach nochmal einen schönen Abend. Danke für die Teilnahme. Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online. Bedanke mich natürlich auch bei Dirk. Und freue mich auf das nächste Mal. Wir haben zusammen nächste Woche Dienstag wieder Live-Trading und ich hoffe, dass ihr auch da wieder alle dabei sind. Dann Dirk, gerne das Schlusswort und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Gut, dann, wenn ich jetzt nicht mehr irritiere, kann ich ja noch mal kurz hier in die Kamera winken. Also, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wie gesagt, mit der Qualität und irgendwie, falls es irgendwie ruckelt, das werden wir alle schon noch irgendwie in Griff kriegen. Aber wie gesagt, ich finde es trotzdem halt irgendwie ganz nett, das mal auf diese Art und Weise zu machen. Und wie gesagt, also, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir konnten euch ein bisschen weiterhelfen, auch heute hier. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche beim, diese Woche nicht mehr, ne? Nächste Woche. Nee, doch, wir haben diese Woche NFPs, ne? Am Freitag. Oh, stimmt, hast recht, siehst du? Ja, genau. Da sehen wir uns dann auf alle Fälle. Und Genau. ja, ich bedanke mich fürs Dabeisein. Danke an den Nelson natürlich. Du darfst jetzt auch nach Hause in deinen wohlverdienten Feierabend. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Passt auf euch auf. Schönen Abend euch allen. Bis dahin. Ciao.